Entschuldige die Störung. Ich dusche mich gerade. Was willst du? Ich will nur gucken. Was machst du, wenn du nicht ganz nass bist? Ich bin zufällig königlicher Ingenieur. Ich leite Reparaturen ein, plane neue Konstruktionen und überwache alle Errichtungen hier in der Festung. Es gibt so viel, was ich dazu sagen könnte. Aber ich sage lieber nichts. Weise Entscheidung. Boah, diese Anspielung, ey. Wieso sind hier keine Männer? Männer sind aggressiv, destruktiv, unüberlegt, kurzsichtig, intellektuell unterlegen und danke. Sie denken immer nur an sich selbst. Ja. Du glaubst doch nicht, dass ich so bin, oder? Bitte? Ich glaube, du hast die Seife fallen lassen. Oh Mist. Du hast nicht zufällig noch eine, hm? Ich geh jetzt lieber. Bis bald, Kleiner. Okay, sehr, okay. Niedlich. So, können wir mit dir reden? Ich störe sie lieber nicht. Aber die hast du gestört, ne? Boah, dieses Spiel, ey, ist schon cool. So, die hier? Ah ne, die können wir... Wasser. Es ist voll. Okay, und die hier? Hier ist noch jemand. Ich störe sie lieber nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Geht's hier wieder direkt nach draußen? Ja. Gut, wir haben jetzt eine Puppe dabei. Das hilft uns natürlich nicht so viel. Glaube ich zumindest. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir müssen ja jetzt wieder zurück in die Fleder GmbH. Na, ich gehe lieber den anderen Pfad. Ich meine, das war jetzt soweit schön und gut, aber ich frage mich natürlich, wie wir jetzt die Prinzessin retten können. So. Gehe zu Amazonenfestung, Fleder GmbH. Anleger. Dschungel können wir nichts mehr machen, Unglücksort auch nicht. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was wir jetzt am besten anstellen, ne? Hier ist ja immer noch die Kiste, aber wir haben ja auch kein Schloss. Feuerzeug. Es ist verschlossen. Und wir haben ja auch keinen Schlüssel, um das aufzumachen. Nee. Flederboxen. Wir können jetzt natürlich nach unten gehen, also in den Geheimraum. In der wir auch die Prinzessin retten können. Sieht ziemlich glücklich aus. Aber wir brauchen ja immer noch einen Schlüssel für die Prinzessin. Huh. Wobei wir ja jetzt die ganze Zeit einen guten Lauf hatten. Telefon ist, glaube ich, auch kaputt. Ich hab immer so ein Glück. Die Sekretärin ist aber weg. Kaputt. Wo ist sie denn hin? Lederhosen. Ist der Koch immer noch weg? Ja. Tatsache. Hier ein Kalender. Hier schon wieder ein Kalender. Die Leinen will er ja nicht mitnehmen, ne? Entweder ist dieser Typ ein Hundeführer. Oder er hat interessante Hobbys. Man weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich das gebrauchen kann. Komisch, also die können wir gar nicht mitnehmen, aber gut. Ist auch nix. Ich sehe mich gerade nochmal kurz um, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Ups. Nee, nicht, dass ich wüsste.
Also wir müssen natürlich wieder hier zum Geheimgang. Ah ne, ist der Lichtschalter. Ne, da geht's wieder nach rechts. Hier nach links geht's anscheinend nicht. Sieht locker aus. Okay. Und der Aufzug. Du! Ah, jetzt haben sie sogar die Sequenz übersprungen, die am Anfang gezeigt worden ist. Diese lange Aufzugfahrt. Hier ist ja auch überhaupt nichts, ne? Oder hier haben wir, glaube ich, den Dosenöffner gefunden. Der hat uns noch weitergeholfen. Ich bin ja aber sonst alles abgegangen, oder? Da geht's auch nochmal weiter, da waren wir ja schon. Der Notausgang irgendwie. Ach, der hier, natürlich. Den habe ich komplett vergessen. Ich wollte fragen, ob du mir helfen kannst. Du schon wieder? Was machst du denn immer noch hier? Okay, er fühlt sich einsam. Du wirst für den Küchendienst gebraucht. Ist das etwa schon wieder einer von Johns Scherzen? Nur um zu sehen, ob du die Wahrheit sagst. Wer ist der für die Küche zuständige befehlshabende Kommandant? Aria. Simpson, Unteroffizier Karl. Scheiße, ist das jetzt Oberst Jackson oder Kommandant Simpson? Kommandant Simpson sagt mir irgendwas. Also Jackson gibt's auf jeden Fall. Ja, nee, Karl sollte ja hingehen. Dann muss das doch Oberst Jackson sein. Oberst Jackson. Oberst Jackson. Oder auch nicht. Konnte ich das vergessen? Doch. Ich sollte mich vor einer halben Stunde bei ihm. Ja, sehr gut. Dann werde ich mich mal beeilen. Das solltest du auch. Viel Glück. Ich komme zurück. Ja. Fass nichts an, solange ich weg bin. Nee. So, okay, er ist weg. Nice, sehr gut. Sehr gut, dass wir es geschafft haben. Ich lasse es offen. Okay, dann lassen wir das halt offen. Es ist ein Mahagoni-Schreibtisch. Die müssen ja tierisch Knete haben. Glaube ich auch. Okay, hier lang. Jetzt bin ich mal gespannt. An einem anderen Ort, in einem geheimen Labor. Ausgezeichnet, mein kleiner Dino-Freund. Du hast das Labyrinth geschafft. Meinen Glückwunsch, Dr. Eisenstein. Anderson, ich hoffe, du hattest einen guten Flug von Rio hierher? Natürlich, ich bin die Maschine ja auch selber geflogen. Was ist denn mit deiner Nase? Anderson. Wir hatten starke Turbulenzen auf dem Flug hierher. Ich dachte, du hättest gesagt, es war ein angenehmer Flug. Ja, er war gut, außer, den Turbulenzen. Ich hoffe, dass du weniger Schwierigkeiten hast, wenn du meine Maschine fliegst. In der Tat, Doktor. Ich danke dir, dass du die Flying Dutchman Airlines gewählt hast. Ich fliege nur mit den Besten. Wenn ich fragen darf, was für eine Art von Kreatur ist das? Diese kleine Kreatur ist eine Dino-Ratte. Ein prähistorisches Hybridbiest mit der Intelligenz eines Nagetiers. Das Ergebnis meiner früheren genetischen Experimente. Sehr gute Arbeit. Deine Dino-Kreatur flüchtet gerade. Verdammt! Keine Sorge, Doktor. Die Wächter werden sie sicher aufhalten. Es ist doch nur wichtig, dass der Dino-Strahl erfolgreich ist. Ja, tatsächlich. Es wird den Blödmännern in der wissenschaftlichen Akademie auch leid tun. Wird ihnen sehr leid tun, dass sie jemals über mich gelacht haben. Anderson, der uns am Anfang gefangen gehalten hat und der dann später von uns einen aufs Maul gekriegt hat, der fliegt also für den Doktor. Hä, das plant's? Amazonen mit Dinosaurier plus, ich hab keine Ahnung, ist gleich Weltherrschaft. Große Güte! Was ein Plan? Ihr Plan, die Weltherrschaft mit Hilfe der Dino-Leute zu übernehmen. Ach, wahrscheinlich ist mit der Flagge hier die Firma von ihnen gemeint.
Aber was ein Plan, ey, wie hängt sich denn sowas an die Wand? Buch. Das ist die große Flucht. Die Seiten scheinen aneinander zu kleben. Ah. Das ist die große Flucht. Die Seiten scheinen aneinander zu kleben. Sonst noch irgendwas? Nee. Was machen wir denn jetzt damit? Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Pyromane. Na gut, anzünden wollen wir es nicht. Wie machen wir denn das jetzt mit dem Buch? Das ist die große Flucht. Ja, das wissen wir schon. Die scheinen aneinander zu kleben. Hey, da ist ja ein Schlüssel drin. Ah, cool. Was ist denn los? Ich habe gerade voll den Lauf. Das ist richtig gut. Wir spielen jetzt schon wieder seit 1,5 Stunden. Also, ne, durchgängig. Die Aufnahme geht jetzt insgesamt schon 2,5 Stunden schon wieder. Aber ich habe ja vor mehr als einer Stunde ein kurzes Päuschen gemacht. Wir haben also einen Schlüssel. Können wir jetzt einfach ins Labor hier rein? Apropos, das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. Ich speichere einfach nochmal. So, das war's schon. Boah, ich finde es echt gut, wenn man immer überall speichern kann. Ich hoffe mal, der Doktor läuft hier nirgendwo rum. Dann können wir nämlich jetzt die Prinzessin retten. Jawohl. Juhu. Jawohl. Bitte sehr, Prinzessin. Du bist frei. Vielen Dank, Joe. Du hast mir das Leben gerettet. Hey, es ist noch nicht alles vorbei. Oh. Nennst du das einen Kuss? Okay, in der Zwischenzeit wieder am Unglücksort. Ich hoffe, Joe ist nicht in die Klauen eines Dschungelbiests geraten. Nicht ganz. Es ist ja ganz lustig hier, aber vielleicht sollten wir doch mal einen Weg hier raussuchen. Was ein Casanova? Später! Sie haben die Sicherheitstüren geschlossen und den Alarm angestellt. Ich höre Schritte. Das müssen die Wächter sein. Wir müssen etwas unternehmen. Okay, was hatten Sie da dabei? Keine Sorge, Azura. Ich bringe uns hier raus. Ich weiß, Joe. Okay. Vielleicht könnten wir uns hinter dem Tisch verstecken. Ich glaube nicht, dass wir beide da drunter passen. Wahrscheinlich werden sie uns da auch finden. Naja, wer weiß, ne? Ich könnte es versuchen, den Türcode rauszubekommen. Das dauert Ewigkeiten. Und leider haben wir nicht so viel Zeit. Die Wächter können jeden Augenblick hier sein. Mach dir keine Sorgen. Mir fällt schon was ein. Ganz bestimmt. Da hat sie auch wieder recht. Was machen wir denn? Ah! Diese Schaufensterpuppen tragen Lederhosen. Können wir uns nicht als... Das lasse ich lieber hier. Azura. Ja. Ich wusste es doch. Und das wäre? Oh Gott. Zeige ich dir gleich. Ah ja. Ich habe überall gesucht. Wo verstecken die sich nur? Ist da jemand? Diese blöden Schaufensterpuppen sehen so echt aus. Ich bin schon so weit, dass ich glaube, dass sie echt sind. Sie müssen das Gebäude verlassen haben, bevor die Sicherheitstüren geschlossen wurden. Die werden nicht weit kommen. Oh, das war knapp. Allerdings. Huh. Und jetzt? Ich wusste es doch, cool. Können wir jetzt die Schalltafel benutzen? Sieht so aus wie eine Art Türschloss. Ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, wie er es macht. Ah, mal sehen, ob ich den Code knacken kann.
Nee. Nichts passiert. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Joe. Wie machen wir denn das jetzt? Ah, mal sehen, ob ich den Code... Nee, wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir haben ja gesehen, wie er ihn benutzt hat. Nein. Nichts passiert. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Joe. So, dann gehen wir doch nochmal hier hin. Irgendwie müssen wir doch fliehen können. Keine gute Idee. Da könnten Wächter sein. Ich auch nicht. Keine gute Idee. Da könnten Wächter sein. Okay, also nur hier. Sieh es an. Hey, lass das mal. Azura, das ist jetzt Und das auch. Wow.